Ihr habt um Zeit gebeten. War das lange genug? Ja, mein Kopf ist jetzt klarer. Aber für eine anständige Tasse Kaffee könnte ich töten. Habt ihr das schon gemacht? Für Kaffee, meine ich. Heute noch nicht. Ihr habt Fragen? Also stellt sie doch einfach. Die Kreuzung kann heikel sein, aber der Leuchtturm ist sicher. Oh, und falls ihr einen Geist namens Behütere seht, Hen ist freundlich. Nach dem Ossarium wird das eine angenehme Abwechslung sein. Ihr habt gar nicht nach Bosheit gefragt. Soweit ich das beurteilen kann, hat er sich den richtigen Namen ausgesucht. Er ist stärker, wenn ich schlafe, also versuche ich es möglichst selten zu tun. Niemand war aus freien Stücken im Ossarium. Nicht einmal die Dämonen. Wir haben beide getan, was wir tun mussten, um da rauszukommen. Ich bewundere euch. Was ihr durchgemacht habt, würde die meisten brechen. Diese Befriedigung würde ich Sarah nicht gönnen. Trotzdem, ihr müsst ein sehr mutiger Mann sein. Ein sehr störrischer vielleicht, aber es ist nett, dass ihr das sagt. Überlasst Bosheit mir. Wenn er in dieser Welt gefangen ist, hat er einen guten Grund dafür zu kämpfen. Doch zuerst muss ich unseren Auftrag erfüllen. Götter, Magie, Politik. Das wird ziemlich blutig werden. Bedarf und Wissen.
Minrathus, das Herz Tevinters. Es schlägt in einem Takt, der mich einfach nicht loslässt. Einem Takt aus Geheimnissen und Korruption. Traut keinem und rechnet mit dem Schlimmsten. Dann überlebt ihr vielleicht gerade so. Wissen die Schattendrachen, dass wir hier sind? Nav'Galas. Ihr taucht nur auf, wenn ihr Informationen wollt. Oder welche habt. Tarkin. Ihr seht gut aus. Der äußere Anschein kann trügen. Und was genau heißt das? Nun, ich lebe magielos in einer Welt der Magier. Rook, darf ich euch die Viper vorstellen? Freut mich, euch kennenzulernen. Euch beide. Gleichfalls. Also, was ist der Grund für dieses Treffen? Geht es um eure Arbeit mit Varric? Etwas Schreckliches ist frei geworden, als wir Solas Ritual gestört haben. Zwei Elfengötter. Götter? Sie haben ein Dorf in Alethan verderbt. Demeters Übergang. Die Venatori sprachen im Geheimen über diesen Ort. Jetzt wissen wir auch warum. Was genau tut sich so in der Stadt? Geheime Opferungen, gefährliche Relikte, die den Schwarzmarkt überschwemmen. Der Kult mehrt seine Macht. Relikte? Welcher Art? Wir waren vor eurer Ankunft auf der Jagd nach einigen Rotlyrium-Relikten, die vor kurzem in die Stadt geschmuggelt wurden. Sie verstärken Blutmagie und können viel zu einfach Dämonen beschwören. Wir haben eines zerstört und ein weiteres einem Sklavenhändler abgenommen. Wir denken, das dritte ist hier in der Dockstadt. Die Dockstadt ist mein Zuhause. Wenn sie Probleme hat und ich hier bin, ich kann die Sache schneller klären als jeder andere in der Stadt. Nicht so schnell. Ich würde euch gern helfen. Ist schon in Ordnung. Ich finde euch, sobald ich fertig bin. Wir wissen nicht, wo die Götter sind oder was sie gerade machen. Wir wollten hier Hilfe finden und sollten ihnen im Austausch auch helfen. Die Relikte wirken sich auf den Schleier aus und stehen miteinander in Verbindung. Wir haben das Lyrium im letzten Relikt, das wir gefunden haben, zerstört. Mit den anderen Teilen solltet ihr aber weiterhin in der Lage sein, das dritte aufzuspüren. Gebt es mir. Ich erledige das. Wir werden die Venatori weiter im Auge behalten. Falls es eine Verbindung zu diesen Elfengöttern gibt, finden wir sie. Seid ihr bereit für eine Führung durch die Dockstadt? Haltet euch einfach an mich. Das Relikt, das uns die Viper gegeben hat, reagiert doch darauf, richtig? Ja. Es sollte Orte aufspüren, an denen das noch fehlende Relikt den Schleier gestört hat. Wenn wir eine Spur finden, bringt uns das weiter. Ihr lebt also in der Dockstadt? Ja, schon mein ganzes Leben lang. Außer ich bin gerade wegen eines Falls nicht in der Stadt. Oder hänge im Nichts rum. Harding meinte, der Archon-Palast hätte euch beschossen, als ihr letztes Mal hier wart. Und jetzt jagen wir einem gefährlichen Relikt nach. Ja. Und da wundern sich die Leute, dass ich zu wenig Schlaf bekomme. Aha, das Relikt weist in Richtung des Andraste-Tempels. Die Dämonen! Sie! Wie ist die Situation? Alle Zugänge wurden abgeriegelt, Sir. Blockiert. Wir müssen irgendwie anders reinkommen. Okay, sehen wir uns um. Wir brechen in eine Kirche ein? Wir sind auch schon in ein Gefängnis eingebrochen, aber nein, tun wir nicht. Der Hof ist öffentlicher Grund und wir dürfen auf keinen Fall die Spur verlieren. Sieht so eure Arbeit für die Schattendrachen aus? Wenn ihr nicht gerade bei uns seid, meine ich. Ich suche nach Dingen, Leuten, Gegenständen, Informationen. Es gibt Probleme, bei denen Templer und Magister nicht helfen können oder wollen. Und es hat sich rumgesprochen, dass ich es vielleicht kann. Das bringt genug. Genug ein, um zu überleben. Vorausgesetzt natürlich. Natürlich, ich gehe dabei nicht drauf.
Leichen. Da, im Hof. Bleibt wachsam. Sie wurde getötet. Den Spuren nach, würde ich sagen, von Dämonen. Definitiv. Gerufen? Das ist kein Zufall. Es ist instabil. Egal, wohin es gebracht wird, verursacht es Chaos. Das ist nicht der einzige Abdruck, den es auf dem Schleier hinterlassen hat. Das spüre ich. Wenn wir ihn finden, bringt uns das vielleicht weiter. Er hat es nicht geschafft, den Dämonen zu entkommen. Falls er Familie oder Freunde hatte, kann ich sie später ausfindig machen, damit sie von seinem Schicksal erfahren. Wird erledigt. Relikt. Hof. Hintereingang. Was war das? Ein Überrest. Ein Echo aus dem Nichts, angezogen von magischen Störungen. Wenn das Relikt dafür verantwortlich war... Die Stimme könnte eine Erinnerung der Schmugglerin sein. Im Hof ist nicht viel los. Weniger neugierige Blicke. Also nimmt man diesen Weg, um zum Markt zu kommen. Folgt mir. Auf dem Eingang liegt eine Verzauberung. Ich kann sie aufheben. Alles klar, mir nach.
Wisst ihr, das hier ist meine Aufgabe. Es betrifft nur mich. Und mit dem Venatori-Kult ist nicht zu spaßen. Falls also jemand aussteigen will... Nein, in diesem Fall geht meine Hilfe aufs Haus. Alles klar, Magiertöter. Ganz wie ihr meint. Ihr findet, er verhält sich merkwürdig? Das Relikt war ganz in der Nähe. Wenn wir noch einen weiteren Überrest finden, verrät uns das vielleicht mehr. Dort oben. Ist das ein weiterer Überrest? Das sollte kein Problem sein. Es gibt immer eine Möglichkeit, irgendwo hinzukommen. Es gibt in dieser Stadt viel zu viele Leute. Ihr habt schon länger keine belebten Straßen mehr gesehen. Nein. Und sie bieten den Venatori jede Menge Ziele. Gelegenheitsarbeiten sind hart. Einen Tag schleppt ihr Kisten und am nächsten passt ihr auf eine Herde Esel auf. Das Angebot hier ist riesig. Ein lohnendes Ziel für Diebe. Bei unbewachten Ständen liegt in aller Regel ein übler Zauber auf dem wertvollsten Gegenstand. Und zum Spaß auch noch auf irgendeinem anderen. Oh, natürlich. Hättet ihr vielleicht eine Münze? Ich danke euch. Auf den Straßen sind heute Nacht Dämonen unterwegs. Wir sind fast am Ziel. Da vorne ist ein Überrest. Darauf könnt ihr wetten. Übergabe? Dritte Glocke? Zu spät. Die Glocken werden geläutet, wenn Schiffe ein- oder auslaufen. Sie könnten als Zeitangabe dienen, in der Nähe der Docks. Ich glaube, unsere Schmugglerin hat einen Termin einzuhalten. Das Relikt weist ebenfalls dorthin. Statten wir den Docks also einen Besuch ab. Der Zug ist versperrt. Da hat wohl jemand vergessen, den Hafenmeister zu bestechen. Steht euch noch der Sinn nach einem kleinen Spaziergang? Das hier ist nicht der einzige Weg zu den Docks. Gehen wir nachher was essen? Gerne. Ich glaube. Alles klar, hier durch. Alles klar.
Ich nehme an, ihr kennt sämtliche Abkürzungen in der Dockstadt und alle ihre Geheimnisse. Nein. Wer von sich behauptet, er würde alle Geheimnisse der Dockstadt kennen, belügt entweder sich selbst oder euch. Sie waren wieder da, haben Fragen gestellt, wollten wissen, was für Relikte ich auf dem Schwarzmarkt gesehen habe. Kommt schon, dieser Weg führt zurück zu den Docks. Dass sich dieses Relikt in der Dockstadt befindet. Noch mehr Dämonen. Die halten uns nicht lange auf. Diese Stadt hat sich kein bisschen verändert. Ihr habt hier schon Zeit verbracht? Ja, früher. Allerdings nicht in der Dockstadt. Oh, ihr habt also nur die erlesenen Ziele bekommen. Meine Dienste sind nicht gerade billig. Venatori? Im Ernst? Ja, der Kult wird immer besser. Ach, es geht doch nichts über zu Hause. Genießt ihr die Führung? Wir kommen näher.
Wird schon schief gehen. Bald. Der Käufer. Treffen. Also gut, ein Treffen. Aber wo? Die Spur beginnt zu verblassen. Habt ihr euch verlaufen? Eine habt ihr da? Sicher, dass es nicht den Venatori gehört? Das könnt ihr vergessen! Oh, wir bekommen offenbar Gesellschaft. Sind alle wohl auf? Ich... Nev, ihr seid wieder in der Stadt? Templerin Rana Savas. Sagt jetzt bloß nicht, ihr hättet mich vermisst. Das hatte ich nicht vor. Wirklich nicht? Mir ist nämlich zu Ohren gekommen, dass ihr hier Probleme mit einem Relikt habt. Voller rotem Lyrium. Woher wisst ihr... Ach, vergesst es. Ihr könnt darüber nicht reden. Das könnt ihr ja nie. Rook, das ist meine Freundin Rana. Zumindest glaube ich, dass wir Freundinnen sind. Ja, sind wir. Und ihr seid Rook? Naja, wenn ihr zu Nev gehört, kann ich euch wohl vertrauen. Ich denke schon. Na schön. Wenn ihr irgendetwas über das Relikt wisst. Ich dachte, Templer arbeiten gegen Magier. Wir sind hier nicht im Süden. Meine Aufgabe ist es, illegale Magie zu unterbinden. Mehr nicht. Arbeitet ihr allein an dem Fall? Nicht, wenn ihr mir helft. Es geht das Gerücht um, das Relikt würde heute Nacht den Besitzer wechseln. Der Käufer soll Alban Betaris sein. Der Sohn eines Magisters. Interessant. Ich sollte mich auf den Weg machen. Nev. Ich hab das Gefühl, ihr beide habt eine Vorgeschichte. Ja. Voller Situationen wie dieser. In denen ich euch zur Weißglut treibe? Das tut mir leid. Hört zu, ihr habt zu tun. Wir wurden angegriffen. Ihr werdet hier also erst weggehen, wenn ihr sicher seid, dass nicht noch jemand herumschleicht. Und so lange wollt ihr nicht warten? Was soll ich sagen? Die Arbeit ruft. Wohin geht ihr jetzt? Wir machen einen Spaziergang zum Überlauf. Ich komme nach, sobald ich hier fertig bin. Wenn ihr das sagt... Unsere Spur ist verblasst, aber der Überlauf ist immer noch unser wahrscheinlichstes Ziel. Gehen wir.